Wir zum Beispiel. Moin. Moin. Servus. Was steht an heute? Wir fahren heute zum Flughafen in Paderborn. Da ist ein Event. Sprich, Porsche hat uns eingeladen. Der neue 911 wird vorgestellt, 992. Gucken wir uns mal an. Ich bin gespannt, was da so auf uns zukommt. Und ob wir irgendwann dieses kleine Stück hier zücken müssen, ne? Ja, ich denke mal schon. Ich denke, das wird früh zum Einsatz kommen. Machen wir ein bisschen die Trovatus ein. Ja. Schauen wir mal. Müssen wir auf jeden Fall erfinderisch sein. Da macht das schon Stress, ne? Wollen Sie sich bitte anschlagen, Herr Engelhardt? So geht's hier nicht. Junge, das war ja ein Sprint wie Usain. Das war CJ von San Andreas. Ohne Scheiß. Da ist er ja. Kommt so rein. Ja, wunderschönen guten Abend. Abend, ne? Alles gut? Alles in der sicheren Welt? Ja, muss doch. Worauf hofft ihr denn? Was präferiert ihr da für eine Farbe? GT Silber in Braun, also. Genau. Beide denselben Geschmack sogar? Ja, also was heißt selben Geschmack? Also ja, ich glaube, wir finden das beide ziemlich geil. Wir haben es so bestellt. Ah. Und in der Farbe haben wir es bestellt. Das ist aber auch gleichzeitig die Launchfarbe. Also so wird der vorgestellt, auch in den Videos dann. Ah, okay. Ja, jo, und das dann mit dem, wie gesagt, ist ein Trüffelbraun, nennen die das innen. Sah eigentlich ganz cool aus, ist so ein Kastanienbraun ähnlich. Jo. Und die sind für schöne Innenräume bekannt, also wir sind gespannt auf jeden Fall. So, Leute, wir sitzen jetzt hier im neuen Porsche. Ich würde sagen, im Interieur fallen auf jeden Fall schon mal die neuen digitalen Instrumente auf. Hier ist nur noch in der Mitte analog der Drehzahlmesser angegeben, auch schon die Geschwindigkeitsanzeige hier unten in digital. Hier haben wir das neue, vielleicht für manche Porsche-Fahrer gewöhnungsbedürftige oder die gewöhnungsbedürftige Konsole mit dem neuen Schaltknüppel Automatik hier. Ich finde es cool. Also wir kommen aus der E-Mobilität, dementsprechend kennen wir das Ganze quasi noch digitaler. Von daher gefällt es mir, dass das Ganze hier in die Richtung geht. Ich finde, das hat sein Sportwagen-Feeling nicht verloren, oder? Jo, also, auf jeden Fall. Cockpit ist tief. Cockpit ist mega schön, ja. Ja, doch, würde ich auf jeden Fall einen Pluspunkt geben. Also um jetzt nochmal kurz auf den 992 zu sprechen zu kommen, den haben wir uns, oder nee, werden wir uns nicht anschaffen, haben wir uns angeschafft, angekommen ist er noch nicht. Da wird auf jeden Fall auch nochmal ein Video droppen, wenn der da ist. Da machen wir auf jeden Fall ein paar Vergleichsgeschichten und genau diese Vergleichssache ist auch der Grund, warum wir uns den angeschafft haben. Und zwar um für jeden Kunden einfach mal einen Vergleichswert von alter Welt, hört sich jetzt ein bisschen schlecht an, aber so dieses konventionell und unkonventionell vielleicht, sowas mit einem Tesla Model S, Tesla Model 3 und so ein 911er. Da werden wir dann auch Langstreckenfahrten mitmachen, einfach mal, um
zu schauen, weiß ich nicht, wie lange braucht man, wie schnell ist man wirklich, ist man mit einem Verbrenner so viel schneller, was kostet es auf 100 Kilometer, etc. Genau, wir stellen den natürlich auch jedem von unseren Kunden zur Verfügung, sprich, so wie man bei uns den Model 3 testen kann oder Model S testen kann, wird man auch den 992 bei uns testen können. Ich hoffe, ihr werdet da alle ganz viel Spaß bei haben. Wir freuen uns schon drauf. Aber ich würde sagen, Näheres erklären wir dann auch, wenn er da ist. Dann würde ich sagen, guten Abend, genau. Gute Nacht. Oder auch guten Morgen. Oder auch guten Morgen, ne? Genau, je nachdem, wann man sich anguckt. Ja, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wir hatten auf jeden Fall mega viel Spaß jetzt auf dem Event. Ist ein schönes Fahrzeug. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst vielleicht mal einen Daumen oben da. Kommentare gerne. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Was wollt ihr sehen, wenn wir dann diese Vergleichstests anstellen? Ja, bis dann. Bis zum nächsten Mal.